300 PS. 6,7 Liter Hubraum. Der Traktor mehr als 11.000 Kilo schwer und 300.000 Euro teuer. Fast 2 Meter hohe Räder auf dem Rollenprüfstand. 7 Millionen Euro hat die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft investiert, um Traktoren zu prüfen. Daten über die Fahrzeuge für Landwirte zu sammeln. Informationen, die es vom Hersteller so nicht gibt. Der Hersteller kann Informationen über den Motor liefern, kann auch den Motor an sich optimieren, was Leistung und Effizienz betrifft. Aber das Gesamtkonzept Fahrzeug, was letztendlich für den Landwirt eigentlich interessant ist, welche Leistung kommt am Rad, an der Gelenkwelle wirklich an, dafür braucht man eben solchen einen Prüfstand, der das Gesamtfahrzeug betrachtet. Und da ist dieser Prüfstand eben aktuell einmalig auf der Welt. Es geht darum, herauszufinden, wie viel ein Traktor beim simulierten Pflügen oder Fahren auf Acker und Straße verbraucht, was an Emissionen rauskommt und was an Kraft da ist. Eine Hilfe für Landwirte bei der Kaufentscheidung. Ein Job, der durchaus Spaß macht, vor allem halt wegen der Traktoren. Es ist Wahnsinn, sag ich mal. Gerade wenn man auf der Straße rumfährt, dann sieht man die kleinen PKWs da vor sich. Also wenn man mit so einem Geschoss ankommt, dann macht jeder Platz, sag ich mal, auf der Straße. Burnout können Traktoren hier übrigens auch. Das ist die alte Teststrecke, auf der die Traktoren bisher geprüft wurden. Der LKW hinter dem Traktor bestimmt, wie viel Kraft zum Fahren aufgebracht werden muss und misst alles Mögliche. Das Problem? Die Außenbedingungen sind immer unterschiedlich, die Ergebnisse daher nicht zwangsläufig miteinander vergleichbar. Geradezu enthusiastisch berichtete die Hessenschau damals schon zur Eröffnung der DLG-Prüfstelle in Großumstadt. Die Käufer von Landmaschinen sollen hier über Verwendungsmöglichkeit und Leistung sowie über Vorzüge und Nachteile der Geräte eingehend unterrichtet werden. Stellen die Prüfer Mängel an den Maschinen fest, wird der Hersteller sofort darauf hingewiesen. So können die Geräte oft noch während der Prüfungen verbessert werden. Und das hat sich bis heute nicht geändert, abgesehen von den moderneren Verfahren. Auf dem neuen Rollenprüfstand kann geschaut werden, wie sich der Traktor bei 5 Grad im Winter oder bei 45 Grad in der prallen Sonne verhält. Also so nah wie möglich an den tatsächlichen Gegebenheiten, in denen ein Landwirt den Traktor nutzt. Der Hochsommer hat natürlich einen Einfluss auf die notwendige Leistung, die der Lüfter verbraucht, auf das ganze Wohlfühlverhalten des Traktors. Es ist eben ein Unterschied, wie beim Mensch auch, ob ich mich bei 20 Grad bewege oder bei 40 Grad, dann werde ich eben auch ein bisschen träger und vielleicht nicht mehr ganz so spritzig. Am Ende geht es darum, ob auf dem Traktor das goldene Prüfzeichen klebt oder nicht. Der Landwirt bekommt dank des neuen Rollenprüfstands vergleichbare Informationen über Leistung, Verbrauch und Emissionen der Fahrzeuge. Die Hersteller wissen, was sie verbessern können. Und dank der investierten 7 Millionen Euro kann Großumstadt sicher sein, dass die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft im Landkreis Darmstadt-Dieburg noch länger treu bleibt.